Grüne politische Kultur ist natürlich nicht tot, im Gegenteil, sie ist quicklebendig. Das sieht man allein schon daran, dass wir ja weiter steigende Mitgliederzahlen haben als Partei. Und jedes neue Mitglied bringt natürlich neue Ideen, neues Potenzial ein. Und da ist immer die Frage für die Partei, für alle Gliederungen, Orts-, Kreisverband, Landesverband, Landesarbeitsgemeinschaften, wie sie dieses Potenzial, die Ideen von den neuen Mitgliedern auch am besten nutzen können. Und das war und ist ein sehr, sehr starkes Thema für uns. Und da kommt es natürlich darauf an, ja, wie können diejenigen, die schon länger in Ämtern und Mandaten sind, diese Ideen auch nutzen und das nicht irgendwie als Angriff oder sowas auf ihre Arbeit bezeichnen. Aber wie können auch neue Mitglieder auch von der Erfahrung von Menschen, die schon länger dabei sind, profitieren? Also Erfahrung, Erneuerung ist kein Widerspruch, kein Gegensatz, sondern ergänzt sich. Und zu einer guten politischen Kultur gehört auch beides dazu. Also es war ein ganz toller Tag und sehr produktiv. Ich habe an 3 Workshops teilgenommen und ja, die Leute haben toll diskutiert, viele Ergebnisse aufgeschrieben und ja, ganz viele Impulse hat man einfach mitbekommen und verschiedene Eindrücke. Super. Also es war unheimlich großartig, wie viele Menschen, wie viele Mitglieder auch hier waren, ihre Ideen auch eingebracht haben und ihre Erfahrungen, die sie auch vor Ort jetzt gesammelt haben. Also es ging zum Beispiel darum, wie wir einfach das ehrenamtliche Engagement auch besser anerkennen, wie wir es wertschätzen, weil ja die Partei vom Ehrenamt quasi lebt und ohne das Ehrenamt auch nicht so stark wäre, wie sie ist. Und es ging aber auch natürlich auch darum, um Erneuerung und Erfahrung. Also zum Beispiel, wie können wir neue Ideen auch einbringen in die Partei? Wie können wir von Erfahrung profitieren und das eben nicht zum Konflikt machen? Und wie wir auch transparent miteinander arbeiten. Transparenz auch ein ganz, ganz starkes Thema, sodass sowohl Mitglieder als auch Öffentlichkeit von unseren Ideen und unseren Diskussionen auch profitieren. Also sehr viele Themen, an denen wir jetzt auch weiterarbeiten werden. Ja, die Ergebnisse des heutigen Tages werden weitergehen. Also ich habe selber schon eine ganz lange To-Do-Liste mir aufgeschrieben an Sachen. Aber ich glaube auch, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ganz viel damit machen werden. Also wir selber werden natürlich im Wurzelwerk weiter diskutieren. Da gibt es ein Forum. Aber wir werden auch weitere Veranstaltungen anbieten. Wir werden schauen, welche Themen kristallisieren sich denn hier so heraus, dass sie auch weiter diskutiert werden müssen. Aber ich hoffe eben, dass sich auch eine ganze Reihe von Arbeitsgruppen noch bilden, die weiter an Themen arbeiten werden.